Hallo ihr Lieben, ihr habt mir keine Ruhe gelassen, was den 2-in-1 Concealer mit Fixing Powder von Manhattan betrifft, den ich kurz nur an die Kamera gehalten habe und euch gesagt habe. Es ist ein Dupe zu Bobbi Brown und die Review kommt später. Ich habe jetzt aber so viele Kommentare bekommen und E-Mails auch mit Fragen, dass es jetzt, Achtung, keine Review ist, sondern der kurze erste Eindruck, den ich euch wiedergeben möchte mit den Infos, die euch am meisten interessieren. Also keine Review, aber der kurze erste Eindruck. Ich hoffe, das hilft euch schon mal weiter. So, vorneweg, ich habe den Concealer zum Testen bekommen mit noch einigen anderen Manhattan-Sachen. Ich habe aber spannenderweise zuerst angefangen, den zu testen. Habe ihn jetzt schon 1,5 Wochen, also schon eine ganze Weile. Vielleicht sind es sogar schon 2. Ich glaube, ich sollte mir einfach mal so eine Liste anlegen, eine Tabelle, wo ich reinschreibe, wann ich mit den Sachen zum Testen anfange, wo ich das nachlesen kann, damit ihr da ganz genau Bescheid wisst. Das ist eine kluge Idee, Mara. Das ist der 2-in-1 Concealer mit Fixing Powder, also oben der Concealer mit kleinem Spiegelchen. Sieht bei mir schon sehr verschmiert und benutzt aus. Und unten zum Aufschrauben ist das Fixing Puder drin mit dem Schwamm. Und ihr seht, den habe ich auch schon gründlich benutzt. Aber oft trage ich auch punktuell den Puder einfach nur mit einem kleinen Pinselchen auf. Wozu sich auch gut der Smoky Eyes Pinsel bewährt hat, den ich euch vorgestellt habe. Video nochmal hier unten als Videoantwort. Wie gesagt, das ist nur der kurze erste Eindruck mit ein paar Fakten, die ihr wirklich oft nachgefragt habt. Ich möchte noch keine Review dazu machen, weil ich einfach noch ein paar Sachen austesten möchte. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, der Eindruck ist wirklich bombastisch. Er hat in allem, was ich bisher getestet habe, noch nicht versagt. Es ist eine sehr angenehme, gelartige Textur. Ich halte ihn wirklich für einen Dupe zu dem von Bobbi Brown. Er verrutscht nicht, er verklebt nicht, er ist nicht so schmierig wie die Alverde Camouflage und vor allem ist er sehr, sehr krass pigmentiert und sehr, sehr stark deckend, wie ihr das hier seht. Also es ist wirklich eine super Farbe, ist aber auch wirklich sehr, sehr gut zum Verblenden. Ich habe es auch schon benutzt, wenn ich hier unten so viel von dem Chanel Creme Bronzer hatte, dass ich nochmal den hier eingearbeitet habe. Man kann sehr, sehr gut mit dem umgehen. Jetzt zu den Fakten. Es gibt ihn in 2 Farben. Ich habe jetzt die Farbe warm, beige, 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 ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und dann gibt es noch die Farbe Warm Honey. Sie haben jetzt beide warm im Warm, warm im, im Namen. Aber mir passt zum Beispiel diese Farbe sehr, sehr gut, weil sie sich halt auch verblenden lässt und sie deckt meine Augenringe wirklich komplett ab. Aber ich arbeite damit auch, um Pickelchen abzudecken oder kleine Unreinheiten. Ihr könnt hier jetzt mal, ich tupfe das einfach so ein bisschen auf und dann verblende ich das mit dem Finger. Aber mit dem Concealer-Pinsel von Essence finde ich persönlich geht es noch, Concealer-Pinsel, mit dem Smoky Eyes-Pinsel von Essence geht es noch viel, viel besser, meiner Meinung nach. Ich benutze es auch bei roten Lippen, um hier die Lippenkonturen nochmal nachzuziehen. Also den benutze ich zurzeit wirklich für alles. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Und denke, ich werde euch auf jeden Fall noch eine ausführliche Review machen, wo ich mir auch ein paar Stichpunkte mache, weil man vieles doch vergisst. Aber jetzt für den ersten Eindruck kann ich euch wirklich sagen, wenn ihr den seht, ich kann ihn empfehlen. Jetzt zu den Fakten. Die 2 Farben, die es gibt, habe ich euch schon genannt. Ich hatte so eine Zettel mitbekommen, da sage ich euch jetzt einfach mal, also der wird das erste Mal jetzt bei euch auftauchen ab September 2011 und zwar in der Limited Edition New York Royals mit Z hinten, spannend, da wird der dabei sein, der kommt aber ins Standardsortiment und zwar erst ab November, das heißt 8 Wochen nachdem jetzt die LE quasi da war oder 4 Wochen danach, nee, Anfang September, Anfang November, sind doch 8 Wochen. Auf jeden Fall, oder auch nicht, egal, kommt der dann ins Standardsortiment. Also wenn ihr den in der LE schon seht, könnt ihr ihn durchaus mitnehmen, sonst müsst ihr noch ein bisschen länger warten. Aber ansonsten kriegt ihr ihn dann auch. Und da steht jetzt, alle Produkte sind ab September 2011 für circa 8 Wochen im Handel verfügbar. Aber wir kennen das ja bei LEs, wenn weg, dann weg. Der 2-in-1 Concealer und Fixing Powder geht aber ab November 2011 dauerhaft ins Standardsortiment über. Yay! Kann ich nur sagen, sehr gute Entscheidung, Manhattan. Ich beglückwünsche euch dafür. Da steht, ich lese es euch einfach nochmal vor, Concealer und Fixing Powder kompakt aufbewahrt in einem einzigen Set.
kennen wir ja schon von Bobbi Brown. Also für mich ist es wirklich ein 1:1-Dupe. Professionell abdecken und fixieren. Zwei Steps in einem Produkt, perfekt für unterwegs. Ich finde ihn für unterwegs auch wirklich sehr, sehr gut, gerade weil er auch in diesem Döschen ist. Abdecken, cremiger, hochdeckender Concealer. Kann ich alles wirklich nur unterstreichen. Für mich ist er zurzeit wirklich der perfekte Concealer. Mit dem transparenten Puder für längeren Halt, einfach wenn man es abpudert, sättet man das so. Also das setzt sich einfach nochmal an der Haut fest und hält natürlich viel, viel länger. Erhältlich in zwei Farben, habe ich euch schon gesagt, es sind weniger als 5 Gramm drin. Steht deswegen auch nicht drauf. Und er kostet, Achtung, er ist für einen Drogerie-Concealer schon sehr, sehr teuer, aber meiner Meinung nach wirklich sein Geld wert, wenn man überlegt, dass der von Bobbi Brown um die 30 Euro kostet. Der hier kostet 5,99 Euro. Ich weiß, für viele von euch wird das sehr teuer sein. Ich bin erstmal auch so zurückgeschockt, weil Manhattan schon seine Preise angehoben hat. Ich finde sie auch teurer als Essence und Catrice und so eine Sachen. Aber was der Concealer leistet, muss ich euch ehrlich sagen, da gebe ich lieber für ein Produkt nochmal 3 Euro mehr aus. Also statt 3 Euro, was ich eigentlich bisher so für Concealer ausgegeben habe, 6 Euro. Habe aber immer noch zu dem, was die anderen im hochpreisigen Sortiment kosten und genauso viel können, wirklich viel Geld gespart. Einige von euch bekommen natürlich nur Taschengeld, das weiß ich. Dann wartet einfach 2 Monate und kauft den im November, anstatt das jetzt im September zu kaufen, und kauft euch aber vielleicht ein ordentliches Produkt, mit dem ihr glücklich seid. Wenn ihr aber schon eins habt, mit dem ihr glücklich seid, dann müsst ihr es nicht kaufen. Ich zum Beispiel bin auch mit dem Natural 16 Hours Long Lasting Concealer von Essence zufrieden, wo ich aber sagen muss, der deckt nicht so gut wie der hier. Also der Essence ist mal gut, um morgens schnell ein bisschen frischer auszusehen und ein bisschen die Augenschatten wegzumachen. Aber wenn ich übernächtig bin, wenig geschlafen habe, 2-3 Stunden nur und überall auch so eine Pickel habe, ist der hier wirklich perfekt. Es war jetzt aber wirklich nur der erste Eindruck. Ich hoffe, das Video ist für den ersten Eindruck auch schon viel, viel zu lang geworden. Ich habe euch trotzdem ein bisschen weitergeholfen. Wie gesagt, ich werde nochmal eine ausführliche Review machen, wo ich den Concealer auch mit den anderen Concealer, die ich davor verwendet habe, der Alverde Camouflage, dem 16 Hour Long Lasting Concealer von Manhattan, von Essence und das, was jetzt bei Catrice im Herbst neuen Standardsortiment kommt, vergleichen werde. Ihr müsst keine Eile haben, weil er wirklich ins Standardsortiment einzieht. Aber da so viele von euch gefragt haben, schon mal ein bisschen Blablabla dazu. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video geholfen hat. Ja, und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.